Damit herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Projekt, nämlich Final Fantasy IX, eines meiner Lieblingsspiele. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum denn bitte Final Fantasy IX und nicht Final Fantasy VII, so wie doch das Spiel von den meisten Menschen bevorzugt und als Liebhaber gilt. Das liegt daran, dass Final Fantasy IX für mich etwas ganz Besonderes ist. Als ich damals das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, war es schon sicher zwei Jahren auf dem Markt. Und ich hatte einfach nicht genügend Kohle, um mir das Spiel früher holen zu können, was für mich aber im Endeffekt wieder gut war. Denn als ich das Spiel gespielt habe, zum allerersten Mal, war ich selber 16 Jahre alt. Somit verbinde ich mit zwei Charakteren in diesem Spiel eine ganz besondere Sympathie. Auch, muss ich dazu sagen, hat mich die Geschichte einfach fasziniert. Vom Anfang bis zum Schluss habe ich mich in dieses Spiel verknallt. Mit Hand und Fuß und mit allem, was dazugehört. Und ja, die meisten von euch kennen das 7er ja eh schon. Ich denke auch das 9er, es ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen, finde ich halt. Das ist mein persönlicher Gedanke dazu, Empfindung dazu, Beurteilung dazu. Jetzt habe ich das richtige Wort. Ja, ich möchte einfach diese Spielerfahrung, das Positive dieses Spiels mit euch teilen, mit euch noch einmal wieder erleben, denn ich habe mir das Spiel von Steam gekauft. Ja, ganz recht. Es ist überarbeitet. Es ist jetzt in einer, sage ich mal, HD-Grafik, nicht mehr so verpixelt, wie wir es von der Konsole her kennen. Und ihr seht schon, oder ihr habt es gesehen, es steht schon Fortsetzen da. Das liegt daran, dass ich schon mal eine Probeaufnahme gemacht habe und mich ein bisschen quasi auch mit der Steuerung vertraut gemacht habe schon. Ein bisschen geht's ja, aber ich denke, bei passender Gelegenheit werde ich dann noch was anpassen müssen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn dahinter. Wir werden das Ganze mal beginnen, und zwar so, wie es sich gehört. Von ganz von vorne. Genießt mit mir zusammen Final Fantasy IX und habt genauso wie ich viel Spaß dabei. Ganz schön dunkel hier.
Ja, und somit sind wir auch schon mittendrin im Spielgeschehen mit unserem Charakter hier, dem Zidane. Einem Affenjungen, der ja hier auf dem Schiff quasi zu Hause ist auch. Ich dachte mir, ich werde so um die 20, 25 Minuten Parts machen. Gibt es sonst noch was zum Wichtiges zum Sagen auf die Schnelle? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich mich freue auf das Spiel, habe ich eh schon mehrmals erwähnt. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe ihr auch. Und ich sollte aufhören zu quatschen und endlich mal mit dem Spiel hier anfangen. Also gut. Ganz schön dunkel hier. Noch keiner hier. Sonst bin ich immer das Schlusslicht hier, wollte ich eigentlich sagen. Jo. Bin gerade erst aufgestanden, darum geht mein Mundwerk noch nicht so gut. Ja, wird sich schon noch ändern. Also, die Grundsteuerung des Controllers. Jo, wie ihr seht, Controller ist typisch PlayStation. Ne? Ist ja auch ein PlayStation-Spiel, ganz klar. Da ich jetzt aber nicht mit dem Controller spiele, haben sie freundlicherweise noch was für uns eingebaut, nämlich die Grundsteuerung mit der Tastatur. Jo, also quatschen, reden und so weiter, Enter, X, bla bla bla, das sieht man hier alles, wie man die Kamera ändert, wie man Mogli ruft. Das ist alles hier und das Tolle ist, wir können das Ganze später auch noch anpassen. Perfekt. Mit der Maus, ja, Linksklick, bestätigen, Rechtsklick, abbrechen. Mit einem Linksklick auf einen erreichbaren Ort kannst du deinen Charakter automatisch dorthin laufen lassen. Okay. Ja, dann machen wir mal Licht hier, ne? Jo. Was nun? Da ist nichts. Aber hier ist was. Die Kerze in der Mitte des Raumes anzünden. Jo. Bevor wir das tun, überhaupt, generell die Regel ist, bevor man solche Aktionen macht, irgendwelche Schalter aktivieren oder Gebäude verlassen oder was ich, haltet eure Augen immer offen. Ich hoffe, ich kann mich selber dabei an die Nase fassen. Immer schön die Augen offen halten nach Gewissen, Ruf und Fragezeichen. Bevorzugt sind die Rufzeichen, wie dieses hier, weil da ist immer etwas versteckt. Und wenn ich jetzt die Kerze anzünden würde, würden diese Rufzeichen weg sein. Also ich kann dann später hier nichts mehr looten, außer es würde hier wieder etwas hinplatziert werden. Aber fürs Erste, zack, nehmen wir das mit. Einmal Portion. Das ist übrigens ein Heal-Item, also zum Heilen. Und 47 Gil. Wir sind stinkend reich. Supi. Fein. Gibt es hier denn noch irgendwas? Ich bilde mir ein, ansonsten gibt es nur die Kerzen in der Mitte, die angezündet werden sollen. No, sonst ist hier gar nichts. Mann, es ist nichts verpixelt. Ich freue mich. Man sieht alles so toll und so schön und so schön und toll, habe ich schon gesagt, dass wir das alles toll und schön sehen. Ich würde mal sagen, wir zünden die Kerze an. Bitte ja. So ist es gleich viel besser. Jo, wer ist denn da erst? Volk, Mensch, Besonderheit, Schwanz, Geschlecht, männlich, Alter 16, da haben wir schon unseren ersten 16-Jährigen. Einer von zwei Personen, die ich gemeint habe. Rechtshänder, Name Zidane, maximal 8 Buchstaben, bitte keine Sonderzeichen benutzen, Tab-Taste zurücksetzen, bestätigen. Ich bestätige Zidane. Ich möchte gern die Namen beibehalten, die Charaktere tragen. Man kann sie sicher ändern, aber ich möchte es gern so haben. Jo, ich bin's, Zidane, grüß euch, Burschen. Jö. Ganz schön spät, Mann. Entschuldigung. Übrigens, ist der Chef schon da? Na, noch nicht, Zifix. Na, wer kommt denn da? Komisches Viech. Scheinbar fühlen wir nicht nur uns selber mit, sondern auch Echsenmenschen oder sowas in der Art. Okay, kämpfen. Wie tut man das? Hat sich der ATP-Balken deines
Knacks gefüllt, kannst du ihm ein Kommando geben. Das sind eben, wie schön die Hand hier zeigt, diese blau-grüne Balken da. Für jeden Fehlfigur, die mitmacht, gibt es eben einen eigenen. Klicke auf den gewünschten Charakter sowie ein Kommando aus der Liste. Auch das Ziel des Kommandos, Charaktere oder Monster, kannst du durch dieses Anklicken bestimmen. Okidoki. Jo, wir haben 4 Burschen auf unserer Seite. Zu einem mal unseren Game-Zitanen. Ich denke, du kannst gleich mal auf Clown gehen, mal schauen, der was hat. Sina kann das ebenfalls, sowie auch Blank und Markus. Die können das alle gleich. Okay, da hast du jetzt nichts. Ich glaube, da kann man nicht stibitzen. Doch. Mit viel Glück, ich weiß es gar nicht mehr. Mir kommt vor, es steht, er hat nichts zum klauen. Wenn er nichts hat zum klauen. Logisch, ne? Irgendwie ist da nichts, ne? Ja, super. Oh. Jawohl! Sie lenkt wie was? Das war zu schnell. Wir haben ein Item bekommen. Ein Habe-Nichts, genau, so war das. Wenn steht ein Habe-Nichts, hat der einfach nichts. Ja, ist so, ne? Oh. Gut, passt, dann klatscht man weg. So, meine Herren, auf geht's. Immer feste drauf. Sehr schön. Ah, ich freue mich, Leute, da ist nichts mehr verpixelt. Dann sieht das alles so schön. Ich kann euch gar nicht sagen, ich mich freue. Ach, hey, könnt ihr eigentlich schon eine Technik? Und tschüss. Ach Gottchen, das war eine Flucht, glaube ich, ne? So. Immer schön draufhauen, das passt schon so. Oh, wer ist denn das? Wow, mein Schild. Oh, übertreib's mal nicht. Hat wer Aspirin dabei, ich könnte es in Schachtel brauchen. Oh, oh, oh. Die sind nicht von schlechten Eltern. Boah, uff. Oh, uff. Ja, Burschen, ne? Ja. Habt ihr inzwischen sogar was drauf? Na gut, dann machen wir jetzt mal Besprechung. Schön aufgemacht, die Tür. Wunderbar, irgendwann wird die Scharnier rausfallen, dann hast du das. So was darf nur der Chef machen. Wenn das die Angestellten machen, dann gibt es wieder Saures. Gehen wir also nochmal den Plan durch. Unser Einsatz führt uns diesmal in das Königreich Alexandria. Weißt schon, dort wo die fette Brane daheim ist. Und dort werden wir die allseits bekannte und gefürchtete Tantalus-Bande und die Prinzessin Garnet schnappen. Jawohl! Gut. Und jetzt red IC fix. Bald kommt unser Schiff in Alexandria um. Das, was wir hier jetzt gerade drinnen sind, sie fix. Wenn unser USO gekommen ist, lässt mir uns nichts anmerken. Und spülen, dass in Alexandria bleibt, sakrisch bleibt die Theaterstücke. Deine Taube möchte ich sein. Sei fix noch einmal. Markus spült die Hauptrollen. Markus, sei fix. Den Namen müsst ihr wohl merken, oder? Wenn es der eigene ist. Na? Ja. Wird mein bestes Game und so, ne? Aber die Hauptrolle bei der Entführung spielen schon noch Zidane und Blank und so, oder? Nicht, dass ich das auch noch machen muss, Chef. Ja, in der Pause starte ich dann ein kleines Ablenkungsmanöver mit Hilfe dieser niedlichen Viecher hier. Weiß zwar nicht, warum ich mal wieder die Drecksarbeit machen muss, aber was soll's. Ich krieg das schon gebacken. Klar, wenn ich einfach der Beste bin. Oh yeah. Hola chica, ne? Gut. Und dann kommt auch schon dein Auftritt. Dann kommt auch schon dein Auftritt, Zidane. Muss ich mal schlucken, ey. Jo, alles klar. Ich krall mit deinem Königin Brane, ne? Ich krall mit deinem Prinzessin Garnet, oder? Eigentlich die Garnet, aber es passiert immer was Witziges, wenn man das obere nimmt. Also, jo, ich krall mit deinem die fette Brane, ne? Genau, du schnappst dir dann diese fette, hässliche, alte Brane. Wieder mal gepennt, oder was, ne? Na, fein, war doch nur ein Spaß. Ich wollte nur mal schauen, ob du aufpasst, ne, Alter? Jo, ich krall mir dann die Schnuckele, ne? Das süße Prinzessin. Richtig, du schnappst dir dann Alexandrias kleines Juwel.
die von allen geliebte und bewunderte Prinzessin Garnet. Gesagt, wie cool das alles ist. Boah, ich bin gerade so verliebt, Leute. Schmacht. Wo ist die Eiscreme? Ja, au. Aui. Boah, ey. Burgstadt Alexandria. Geht's dir gut? Oh. Mann, jetzt bin ich schmutzig. Hier, dein Ticket. Mach's gut. Tschüssi. Oh. Scheinbar doch nicht alles Arschlöcher hier. Ich meine unhöfliche Leute. Ja, ich bin der kleine Schwarzmagier Vivi. Hallöchen, ihr Lieben. Ja? Und ich bin hier in Alexandria zu Besuch, weil heute Abend soll nämlich hier ein tolles Theaterstück laufen, nämlich Deine Taube möchte ich sein. Und ich darf das anschauen. Ich habe sogar extra dafür ein Ticket bekommen, was da gerade auf den Boden gefallen ist. Und bevor ich darauf gehe, weil da laufen alle hin, bin ich ein Querulant und laufe dahin. Ja, und schau mir die Stadt mal an. Mann, das schaut alles so toll aus. Toll, toll, toll. Aber ich glaube, der Hintergrund ist noch von der Konsole, ne? Jupp, und das seht ihr, ne? Karte. Jupp, hier in Final Fantasy 9 gibt es ein Kartenspiel. Ach, wie hieß das Kartenspiel hier schnell? Gewinnt oder so. Keine Ahnung. Schau mal. Nikolai. Jedes Jahr in Alexandria zu kommen und sich das Theaterstück anzusehen. Das ist so etwas wie ein Statussymbol für Adelige. Jo, und hier soll es irgendwo eine eine Karte geben. Ich bilde mir ein da. Ja. Nein. Da war doch irgendwas versteckt. Ich bin doch nicht blöd. Ah, ich glaube, man kann mit ihm erst später Karten spielen, glaube ich. Ich habe mir echt eingebildet, da wäre eine Karte. Aber das ist nur eher... komisch. Naja, dann gehen wir mal weiter. Hallo, die Damen. Boah, ihr seid aber knapp bekleidet. Boah, da sieht man auch alles viel besser als damals in Herrschaftszeiten. Außerhalb der Stadt ist es alleine ziemlich gefährlich. Jo, hier geht es zur Stadt raus, ne? Das hat doch meine Kollegin gerade gesagt. Hörst du nicht zu, Bursche? Wer bist denn du da eigentlich? Was bist denn du? Den sehe ich jetzt auch erst einmal zum richtig. Was ist denn das für ein Kamel? Keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Gevatter Gani. Einfache Bürger wie wir müssen mit den Techern Vorlieb nehmen, wenn sie das Stück sehen wollen. Ja, leider. Wir stinken nämlich so streng. Also wie riechen so streng, dass die Adeligen es nicht in uns aushalten tun. Nein. Ah, da war was. Echsenmenschkarte erhalten. Juhu, diese Karte, jo, wie sie schon sagt, ist eine Karte für eben dieses Spiel. Wie hieß das nochmal schnell? Ich hab's vergessen. So, da war auch noch was. Tritentos-Karte. Supi. Wir haben schon was. Aber ich glaube, das reicht noch nicht zum Spielen. Da brauchen wir, glaube ich, einen kompletten Kartensatz.
Ich glaube, den ersten kriegen wir sogar geschenkt. Hallo! Ja, das sagt immer selber. Bei dem Kerl, glaube ich, können wir eben das Kartenspiel spielen. Und als Belohnung müssten wir normalerweise dann eine bekommen. Ich bilde mir ein, da war doch auch was. Anscheinend nur die Kinder. Halt, Kinder, wartet mal. Kinder? Kinder! Wartet mal. Hallo? Ich will mit euch reden. Adel, Adel, Adel. Und du? Adel, Adel, Adel. Und du da, gnädigste? Täubchen? Mein Täubchen. Diese Proletarian... was? Diese Proletarierkinder. Proleten, oder? Proletarierkinder, natürlich. Was schon so? Also Proleten, ne? Huseln immer irgendwo durch die Gegend. Ach, wie lästig. Ja, die könnten ja dein Kleid schmutzig machen, ne? Ah, das ist auch so ein Typi. Du siehst nicht gerade wie ein Proletenkind aus. Aber irgendwie auch nicht wie eines von uns Adeligen. Ja, ich habe hier eine Karte und die gebe ich dir nicht. So, irgendwie kann man, glaube ich, schneller laufen. Ich glaube, war das jetzt die C-Taste? Ja. Aber, warte. Hier geht es, glaube ich, auch irgendwo rein. Ich glaube, hier. Jo, und hier war es, glaube ich, ist auch was versteckt. Was haben wir da? Also bei dem Muster wird mir ganz schwindelig. Ach du Heilige. Ja. Hallo Oma, wie geht's dir? Puh, gleich habe ich es. Frieda, ich bin zu Hause. Ich habe ihre Weste, aber noch nicht fertig. Sie sei doch so gut und mach derweil noch einen kleinen Spaziergang. Ja, Schnuckeputzi. Ja, ist doch jedes Jahr dasselbe. Die verhätschen die Kleine doch völlig. Ich krieg nie neue Kleider. Ich muss immer dasselbe Klump anziehen, bis es nur mehr Löcher hat. Und dann wird es zugestopft. Mit irgendwelchen Sachen. Friedas Notgroschen in Höhe von 9 Gil. Das ist wirklich nur ein Notgroschen, ja. Da können wir rauf, genau richtig. Also der Hintergrund ist, glaube ich, definitiv noch von der Konsole. Der schaut schon noch recht verpixelt aus. Aber macht ja nichts. Ui, eine Isegrim-Karte. Supi. Das war's, glaube ich, auch schon. Da gehen wir runter. Huch, der Part ist auch zu Ende. 20 Minuten hätten wir schon. Machen wir noch das Häuschen hier fertig. Portion. Ich glaube, das ist... Ja. Ich glaube, das haben wir jetzt abgegrast, das Häuschen. Tschüss. Gutes Gelingen noch, gnädigste. So. Warte, hier noch was? Ach ja, hier war noch was. Boah, ich weiß das zum Teil noch. Portion. Supi. Jetzt haben wir schon einen kleinen Polster für den Fall, dass uns wer was Böses will. Hey, rotzt. Au! Also wirklich. Pass auf, wo du hinlatschst, du Zipfelmütze. Hey, wie gemein. Hallo? Ui, Adelige. Ja. Wird man gleich mal mit dem Haufen gerannt und wir sind gleich bei 25 Minuten. Ich würde sagen, machen wir 25 Minuten Parts. Das ist schon fein gut. Und wer bist du? Gut, die Arbeit wäre für heute erledigt. Ich muss mich langsam fürs Theater fertig machen. Okay, der heißt auch so ein Gewinnspieler. Ich glaube, da war noch irgendwas. Ja, ich weiß das noch. Noch eine Portion. Schön. Na, großartig. Das ist quasi jetzt schon mal der schöne Auftakt für dieses super tolle Spiel. Ich bin nach wie vor entzückt und begeistert. Hey, warte auf mich! Und ich freue mich so sehr, dass es jetzt so schön ausschaut, die Figürchen und alles. Ach, es ist einfach, es ist zum Heulen schön, wirklich wahr. Na fesch, und ich würde sagen, wir belassen das heute mal dabei, mit diesem Part. Diesem Einstiegspart, wenn man so möchte. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!